Hallo und herzlich willkommen im Land des Buchbekloppten. Ja, immer noch im Urlaub, deswegen entschuldigt bitte ein bisschen so die Akustik, vor allem auch so die Lichtaspekte. Egal, ja, es geht ja um Information, da geht vor allem die Akustik mit einher. Ja, hinten noch ein bisschen netter Hintergrund, sobald da irgendwie was los sein sollte, machen wir einmal runter. Aber momentan können wir noch ein bisschen Flair Kroatien hier genießen, okay? Also, ich habe ja gestern ein kleines Book-Quiz gemacht, ja. Eine neue Reihe geht bei mir los, ja. Also, das ist ja ein ganz spannender Moment. Das heißt, wir haben gestern gemeinsam erraten, dass es um die Sebastian Bergmann-Reihe geht. So, ein paar Informationen habe ich euch da schon schon gegeben. Heute möchte ich in einem nächsten Schritt, bevor die Reihe richtig losgeht, euch ein paar Vorabinformationen zu tragen. Das heißt, wenn du, genau du, jetzt eventuell dich mit dieser Reihe auseinandersetzen möchtest, die vielleicht anfangen zu lesen möchtest, oder du hast sie schon gelesen, möchtest sie nochmal beginnen, oder du steckst mittendrin, weißt aber nicht mal ganz genau, was war jetzt alles los und ich will weiterlesen, ja, aber das ist ein bisschen doof, weil ich nicht genau weiß, was vorher abgegangen ist. Für euch ist jetzt dieses Video, denn ich versuche euch hier einfach mal Informationen mitzuteilen, die man wissen sollte oder die hilfreich sind, wenn man mit dieser Reihe startet, okay? Gut, also, ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Es ist ja einmal so, eine neue Reihe heißt, ja, super, ja, neu, aufregend, spannend, es gibt neue Personen, neue Charaktere, neue Regionen vielleicht, uiuiui, alles ist ganz neu, alles ist spannend, ja, manchmal ist es auch so wirklich so, ja, wenn man weiß, ich kriege Bücher geschenkt, keine Ahnung, oder ich suche sogar aus, ist ja egal, man will ja in diese Geschichte dann eintauchen, genauso ist es mit einer neuen Reihe, und da ist es ja noch umso mehr, weil es ist ja eine ganze Reihe, es ist ja nicht nur ein Buch. So, auf der anderen Seite heißt es aber auch Arbeit, ja, Arbeit, Einarbeiten in neue Charaktere, in ein neues Setting, in neue Vernetzungen und so weiter, also gerade so vor allem zu wissen, wer spielt hier mit, wer hat welche Gewichtung, wen sollt ihr auf alle Fälle wissen, wer ist nebensächlich und so weiter, ja, deswegen versuche ich euch mal das so ein bisschen komprimiert zusammenzutragen. Also insgesamt umfasst die Reihe 7 Bücher. An der Zahl haben wir sie einmal hier. So, die Erscheinungsjahre. Das erste Buch ist ja Der Mann, der kein Mörder war. Das ist in der Originalausgabe 2010 erschienen. Und ich habe dann die deutsche Version von 2011. Dann als nächstes, zweites Buch, haben wir Die Frauen, die er kannte. Ja, das ist erschienen in der Originalausgabe 2011. Und ich habe die Version 2012 kam es bei uns raus. Ich habe die Achtauflage von 2013. Das dritte Buch, Die Toten, die niemand vermisst. Ja, da haben wir... Das ist 2012 in der Originalausgabe rausgekommen und ich habe die deutsche Version von 2013. Dann das vierte Buch, Das Mädchen, das Verstummte. Das ist von 2014 in der Originalausgabe, deutsche Version meine von 2015. Dann haben wir das nächste Buch, Die Menschen, die es nicht verdienen. Ja, das ist von... Okay, jetzt haben wir direkt hinter uns neue, ja, ein bisschen peinlich, wenn ich dann direkt hier zumache. Also, ich hoffe, es leckt nicht zu sehr ab. Ist von 2015 in der Originalausgabe und meine ist auch von 2015. Dann haben wir die 1, 2, 3, 4, 5, dann komme ich schon ganz dahin, ja, sechste. Ja, das ist Die Opfer, die man bringt. Ja, das ist von 2018, jawohl, und dann das siebte Band, Die Früchte, die man erntet, das ist von 2021, ja, gut, und 2023 kommt ja
Band 8 raus. So, zwischendrin gab es noch ein kleines Weihnachtsbüchlein von 2016. Feste feiern, wie sie fallen und im Schrank. Ja, das ist außerhalb der Reihe, okay? Ist auch ein bisschen mit drin, aber gehört jetzt nicht zwingend in diese Reihe rein. Gut, okay. Und da auch schon einmal vorab, ihr müsst die Reihe in dieser Reihenfolge lesen. Ihr könnt das nicht zwischendrin machen, weil die Charaktere sich hier sehr deutlich weiterentwickeln. Und das ist ganz schwierig, wenn ihr das eben nicht in der Reihenfolge lest, okay? Hört ihr das? Ha, ich hoffe, der ist gleich mal fertig. So. Wie gesagt, ihr habt auch die verschiedenen Titel gesehen. Ja, ganz kurios. Was mag da wohl dahinter stecken? Also von den Titeln her, da hat man ja so gar keine Ahnung. Ja, da hat man, oh, was könnte sein? Keine Ahnung. Sie wirken auch so, sogar mit Komma. Ja, Titel mit Komma. Schon sehr kurios, oder? Ja, auch die Cover. Ja, ist eigentlich so dieser eine Typ. Könnte ja dieser Sebastian Bergmann sein. Heißt ja auch die Sebastian Bergmann-Reihe, ist irgendwie immer so der gleiche. Und man kann auch mal die Autoren, hier ist ein großes Bild von den Autoren. Habt ihr die auch mal gesehen? Sind ja zwei. Einmal machen wir die ganzen Namen. Michael Chjort und Hans Rosenfeld. So, jetzt haben wir auch die Vornamen mit dabei. Ja, und wie gesagt, die Paper Covers sind vom Rowohlt Verlag und die Hardcover vom Wunderlich Verlag. So, dann können wir gleich soweit starten. Vom Umfang her ist es so ein bisschen zwischen 550 und 730 Seiten, je nachdem, so dass man ja wisst, wie dick die in etwa auch sind. Die Klappentexte lesen natürlich nicht vor, weil da würde wirklich viel zu viel Information dran auch rausfließen. So, ich habe jetzt mal hier hinzugemacht. Das lenkt ansonsten zu sehr ab. Ja, nicht, dass ihr immer nach hinten schaut und mir nicht zuhört. Das geht ja gar nicht. Also, es steht ja immer drauf, ein Fall für Sebastian Bergmann. Ja, dabei ist Sebastian Bergmann gar kein offizieller Ermittler aus dem Ermittlerteam, sondern er ist ja Psychologe. Ja, und trotzdem scheint er ja die zentrale Rolle in dieser Reihe zu spielen. Und das ist tatsächlich so. So, das heißt, wir starten dann einfach auch mit Sebastian Bergmann, damit wir da auch schon mal wissen, worum geht's hier. Also, obwohl er nicht eben Teil des Ermittlungsteams ist, steht er hier ganz oben von der Aufmerksamkeit. Also wie gesagt, er ist Psychologe und lebt allein in einer großen, ja, und teuren Mietwohnung in Stockholm. Sein ganzes Dasein ist auf seinem Intellekt basiert. Ja? Er ist hochintelligent. Er weiß das auch und spielt das entsprechend auch aus. Das heißt, alles, was ihm wichtig ist, ist sein hoher Intellekt und er weiß auch, das entsprechend einzusetzen. Er hat an der Uni gearbeitet, unter anderem auch in der USA und hat auch Bücher geschrieben, ist durch diese Publikation auch sehr bekannt und hat auch eben durch seine Kompetenz bei der Lösung von spektakulären Fällen, beziehungsweise eines ganz bestimmten, mitgewirkt, wodurch er auch zum Beispiel TV-Präsenz hatte. Ne? Also in diesem Feld der Psychologie macht ihm so schnell keiner was vor. Da ist er wirklich sehr, sehr kompetent und auch clever und arbeitet als Psychologe ab und an auch bei der Reichsmordkommission mit, unterstützend. Da ist es eigentlich auch so, da kommt so ein bisschen sein Charakter auch so ein bisschen mit rein. Er stellt konsequent jede und alles in Frage, ja, was Sozialwissen schwierig ist. Ja, aber er liegt auch oftmals richtig. So. Das heißt also, die hohe intellektuelle Kompetenz, die er hat, und das genaue Gegenteil, nämlich im Sozialen, dort gilt er als absoluter Kotzbrocken. Ja. Absolut voll daneben, hat also gar keine sozialen Kompetenzen, beziehungsweise er bemüht sich auch gar nicht darum, da irgendwelche sozialen Kompetenzen noch aufzubauen. Also es zeigt sich so ein bisschen in seinem Alltag, ja, er hat null Bock, Empathie, vor allem auch keine Wertschätzung anderen gegenüber aufzuzeigen, ja, seine eigenen Bedürfnisse ist das, was für ihn leidgebend ist. Ja, er ist eigentlich komplett genervt von den Bedürfnissen anderer Leute. Es interessiert ihn überhaupt nicht
und er zeigt das auch. Ja, er ist nicht irgendwie versucht, das zu verschenken. Das demonstriert er volle Kanne, dass er eigentlich nur komplett genervt ist. Er macht grundsätzlich so einen schweren, einen leeren, einen depressiven Eindruck. Ja, so als ob das Leben für ihn gar nichts Positives bringt. Es ist eigentlich, alles ist nur eine Last. Ja, so könnte man das eigentlich sehen. Er ist Einzelgänger, ja, ist ja klar. Er fährt auch nicht Bahn, Bus oder so, sondern geht zu Fuß oder nimmt das Taxi, damit er bloß seine Ruhe hat und von niemandem irgendwie angelabert wird. Da hat er gar keinen Bock, Kompakt drauf. Grundsätzlich wirkt er im Kontakt mit anderen Personen genervt, nimmt keinerlei Rücksicht auf deren Befinden, wie man sich vielleicht auch sozial verhält. Es interessiert ihn überhaupt nicht, er weiß das, aber es interessiert ihn nicht. Da hält er sich überhaupt nicht dran und eine Ermittlerin aus dem Team hat mal gesagt, Sebastian Bergmann ist quasi der soziale Super-GAU. Ja, und sein Chef, also der Chefermittler, hat mal gesagt, in bestimmten Bereichen ist Sebastian hochkompetent, da kommt niemand an ihn ran. Und in anderen Bereichen ist er ein hoffnungsloser Fall. Und das spielt sich auch durch die komplette Reihe durch. Und das ist ein zentrales Charaktermerkmal von Sebastian Bergmann. Ja, diese Schwere, dieses alles ist anstrengend, alles ist nervig. Andere Personen sind sowieso nervig. Geht mir bloß weg, ja, geht mir aus dem Weg, bleibt mir bloß weg, ich will mit euch gar nichts zu tun haben. Das ist so ein zentrales Element von Sebastian Bergmann, ja. Gut, er ist so optisch groß, irgendwie so zwischen normalgewichtig und übergewichtig. Ja, Haar geht so langsam zurück und optisch eigentlich eher so unattraktiv, könnte man sagen. Unauffällig, unattraktiv, ja. Was ihn auch noch zentral ausmacht, ist seine Sexsucht. Ja? Also er ist quasi immer auf der Frauenjagd. So. Und er hat das quasi zu Zeiten, als er an der Universität war, dort auch gearbeitet hat, hat er quasi diese Frauenjagd, also diese Sexjagd, hat er quasi entwickelt und verfeinert und dabei hohe Kompetenzen für sich quasi so entwickelt, indem er halt unheimlich vielen Frauen geschlafen hat und ihm aber auch nur der Sex beziehungsweise die Jagd, diese Jagd nach dem Sex, das war so sein Kick, sein Thrill, teilweise auch wichtiger als der Sex selber. Und wenn er eine Frau zu schnell kriegte, dann war das total langweilig für ihn. Ja, da hat er zwar Sex mit ihr gehabt, aber ja. Und was auch eben typisch ist, es geht um sein Bedürfnis der Sexjagd und der Sexrealisierung, aber was die andere Person da, was die Frau empfindet oder was ihr wichtig ist, gar kein, null, interessiert ihn gar nicht. Also ganz typisch ist eben halt auch, dass er eben am nächsten Morgen einfach aufsteht und sagt, zieht sich an und sagt, mach's gut und haut einfach ab. Oder er stiehlt sich quasi schon mitten in der Nacht heimlich aus dem Bett, aus dem Haus, aus der Wohnung raus und er will einfach dann nur seine Ruhe haben, ja. Er hatte seine Bedürfnisbefriedigung, aber dann reicht's aber auch, ne. Also um irgendwie näher Austausch mit der Frau, gar kein Bock. Also das macht er nur, um vorher quasi im Kontext der Frauenjagd an die Frau ranzukommen, aber danach ist Schluss, dann ist es ja sein Bedürfnis wieder befriedigt. Ein anderer Aspekt, Sebastian Bergmann trägt eine ganz schlimme Erfahrung mit sich rum. Die wird auch direkt ziemlich zu Anfang des ersten Bandes auch publik gemacht. Das heißt, ich spoilere hier gar nicht großartig drumherum. Das heißt, das ist auch eine Erfahrung, die würde man niemand anders eigentlich wünschen. Aber es ist zu betonen, dass er vor dieser Erfahrung auch schon ein Kotzbrocken war, nur danach eigentlich noch umso mehr. Und aber da will ich eigentlich gar nicht mehr zu viel zu sagen. Aber das ist etwas, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, ist zentral wichtig für die komplette Reihe. Deswegen einfach einmal zu wissen, da ist was gelaufen. Und es ist auch so, wenn man mit der Reihe anfängt, wir springen so quasi mitten rein. Ja, das Team entwickelt sich nicht neu, Sebastian Bergmann kommt nicht da irgendwie neu rein, sondern da ist schon richtig was gelaufen. Wir kommen quasi rein und kriegen mit, oh, ulala, ja, wie gehen die denn miteinander um?
Und dann kriegt man, ah, okay, da war was und ah, da war auch was. Also wir springen quasi in Situationen rein, wo wir selber wissen, oh shit, also wenn wir da quasi richtig real mit drin wären, wir wären plötzlich mal, oh, jetzt muss ich mich zurückhalten, weil hier dazwischen denen ist mal was gewesen und hier und da und so weiter. Das ist total spannend. Das macht das Ganze auch unheimlich. Ach, da sind schon wieder so kleine Spannungsbögen drin, weil man genau weiß, die eine Person, die reagiert mal kurz so und dann ist sie wieder weg und dann, hä, was ist denn da los? Und man kriegt ja erst nach und nach mit, wieso verhält sich der eine oder die andere so oder so. Also das ist wirklich toll gemacht. Man startet nicht einfach neu, sondern man kommt in so eine Situation mit rein. Gut, also dieser Charakter, Sebastian Bergmann, ist zentral wichtig für diese Reihe, ansonsten gäbe es diese Reihe nicht. Ja, ohne Sebastian Bergmann würde diese Reihe so nicht existieren, sie wäre wahrscheinlich auch so nicht erfolgreich. Ja, wobei ich auch von anderen LeserInnen weiß, dass sie damit dann irgendwann gestoppt haben, weil sie diesen Charakter Sebastian Bergmann nicht mehr ertragen konnte. Also es ist wirklich, man liest manchmal und denkt, ey, was ist denn los mit dir, das gibt's doch gar nicht. Kann man so drauf sein? Ich fand's mega spannend. Ich fand, also der hat mich dermaßen. Ich muss auch sagen, wo ich denke, oh, ey, meine Güte. Aber trotzdem, das, so eine Reihe gibt's nicht normal. Also deswegen ist das für mich eine ganz besondere Reihe. Eben einmal von den Charakteren her, aber was ich auch schon mal sagen kann, die Fälle, die dort beschrieben werden, sind super. Sind mega gut aufgebaut, haben verschiedene Cliffhanger, haben verschiedene Spannungsbögen und man kann auch die Fälle mit lösen. Es ist nicht so, dass man am Ende irgendwelche neuen Personen dann erläutert bekommt, sondern das ist wirklich richtig gut auch von der Komplexität aufgemacht. Nicht zu komplex, aber auch nicht zu einfach. Also da haben sie mich auch gut abgeholt. Gut, okay. Dann ganz kurz auch nochmal, falls ihr das Hörbuch dazu hören solltet, gibt es aktuell auch auf Spotify in der gekürzten und in der ausführlichen, also ungekürzten Version. Der Redner passt mal dermaßen gut in diese Reihe rein, also ganz, ganz toll. Also ich habe jetzt auch das erste Band als Hörbuch gehört, richtig super. Das passt so richtig auch zu diesem Charakter und von der Stimme her ganz toll. So, jetzt kommen wir eben, das war Sebastian Bergmann, wie gesagt, zentrale Person. Und dann gibt es aber noch vier weitere wichtige Personen, die zu dem Ermittlerin, zu dem festen Ermittlerin-Team gehören. Und zwar geht es hier um die Reichsmordkommission Stockholm. Das heißt, die ist in Stockholm angesiedelt und die reist quasi rum Richtung Örtlichkeit, ja. Immer dort, wo es komplexe Fälle gibt und die Reichsmordkommission benötigt wird, weil die Polizei vor Ort damit nicht mehr klarkommt, reisen sie dorthin, ja, über Nacht entsprechend auch dann im Hotel. Und genau, also wir haben einmal Torkel Höglund, das ist der Leiter des Teams, ist einer der ranghöchsten Polizeichefs in Schweden. Sehr nüchtern, ja, auch sein Büro sehr nüchtern eingerichtet, kein Geschnörkel und so weiter. Und so ein Typ ist er auch, ja. Unheimlich viel zu tun, extrem viel zu tun. Und dann immer sehr, sehr nüchtern so unterwegs halt. Dann haben wir Vanja Littner. Vanja Littner ist so gerade 30 Jahre alt. So steht ja so im ersten, so bestes Teammitglied bei Torkel Höglund im Team mit drin. Aber ob das wirklich so ist, also was Vanja Littner ausmacht, ist ihr hohes Engagement. Ja, sie hat voll Bock auf ihren Job. Sie ist da voll hinterher und hat einen guten Riecher. Das heißt also, Vanja Littner ist eine wirklich gute Ermittlerin, obwohl sie erst so wenig Erfahrungen gemacht hat. Dann haben wir Billy Rosén, der ist noch sehr jung, auch unerfahren noch. Das ist quasi so der PC-Freak in diesem Team und übernimmt immer auch die ganzen PC-Recherchen oder auch mit Codes knacken und so weiter. Da ist er ein Thema mit für verantwortlich. Und wir haben Ursula Andersson, ist auch schon ein bisschen älter, sehr, sehr erfahren, sehr versiert, eigentlich so Rechtsmedizinerin, aber für sie war der Job als Rechtsmedizinerin viel zu langweilig und hat dann bei Torkel Höglund damals sich vorgestellt und ich glaube innerhalb von 5 Minuten hat er sie eingestellt, weil sie hat das kurz erläutert,
was sie ausmacht, worauf sie Bock hat und hat ihn sofort überzeugt. Und sie macht es tatsächlich aus, dass sie, sie ist eine der scharfsinnigsten Polizeibeamtinnen Schwedens, kann sehr akribisch arbeiten, liebt es auf der Jagd zu sein. Und ist quasi wie so ein Spürhund da und versucht auch immer so die Erste beim Tatort zu sein. So, und was man auch jetzt schon sagen kann, weil es in Band 1 ganz früh kommt, Torkel und Ursula haben was miteinander, aber es ist heimlich. Weder das Team darf davon was wissen, noch deren Ehepartner, wobei Torkel ist geschieden. Aber Ursula lebt in einer Beziehung oder ist verheiratet. Genau, nur dass die beiden sind halt nochmal anders vernetzt. Okay? So. Was man jetzt noch sagen kann, alle diese Personen haben eine ganz zentrale Rolle in der gesamten Reihe und sie gehen sehr unterschiedliche und auch sehr deutliche Entwicklungen durch. Also das ist auch etwas, was diese Reihe ausmacht. Diese Entwicklungen, diese ganz, also was da abgeht. Ja, ich habe ja die Reihe schon mal komplett durchgelesen. Also das ist etwas, was ich ja liebe und was hier die beiden Autoren ganz toll aufgreifen, nämlich das Spielen mit der Entwicklung dieser Charaktere und man merkt, dass das extremst gut durchdacht ist. Sehr gut aufeinander aufbaut und manche Bücher tatsächlich auch bestimmte Schwerpunkte bezüglich eines bestimmten Charakters haben. Sebastian Bergmann spielt immer eine zentrale Rolle, auch diese Personen spielen eine zentrale Rolle, immer, aber manchmal gerade, also nee, sag ich mal mehr nicht zu, manchmal spielt zum Beispiel eine bestimmte Person eine ganz zentrale Rolle und Sebastian Bergmann ist halt einer, der prescht immer dazwischen. Immer wo Sebastian Bergmann auftritt, gibt's Ärger, gibt's Krawall, gibt's Unmut. Ja, da ist immer was los. Ne? Also Harmonie ist nicht Sebastian Bergmann. Gut, okay. Ich denke, damit habe ich schon mal so das Gröbste, das Wichtigste für euch so ein bisschen mit auf den Weg gegeben. Somit komme ich jetzt auch hier zum Schluss des Videos. Ja, und Schluss ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und diesmal vielleicht ein etwas negativer Aspekt, weil jedes dieser Bücher endet mit einem absoluten Kracher, mit einem Cliffhanger. Also ein Cliffhanger ist, dafür steht das Wort Cliffhanger, also richtig bombastisch cool. Also, hier ist gerade ein bisschen was los auf dem Campingplatz. Ich habe ja immer die Bücher, sobald es rauskam, sofort das nächste geholt. Und dann war ich durch und dann saß ich da und habe gedacht, oh, ey, Short Rosenfeld, komm her, ja, ne? Also das sind wirklich, das sind echt gemein, das sind Cliffhanger. Da, das Buch ist fertig und denkt, oh, nein, weiter, erzähl, wie geht's denn jetzt weiter, ne? Also, weil wenn du halt 2-3 Jahre später, wenn das nächste Buch rauskommt, ja, dann hast du das so nicht mehr vor Augen. Dann müsstest du eigentlich die letzten 50, 100 Seiten nochmal lesen, um in diesen Cliffhanger, Geilheit nochmal reinzukommen. Also das ist hart. So, das heißt, Tipp von mir, wenn du mit der Reihe starten solltest und du kennst sie noch nicht und liest dir Buch 1 durch und siehst auf der Hälfte, oh ja, boah, cool, ja, das ist so mein Ding, besorg dir direkt das Nachfolgeband. Ansonsten hast du echt ein Problem, dass du da sitzt und willst sofort weiterlesen und kannst es nicht. Du kannst es einfach nicht. Und das ist etwas, was ich ja jetzt durchaus genieße, weil ich die Reihe nochmal komplett durchlese, dass ich dann sofort nahtlos weiterlesen kann. Weil das Wort, was es echt trifft, ist gemein. Gemein für den Leser oder die Leserin, weil das ist einfach so mega spannend. So, okay. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt genügend Informationen mit auf den Weg gegeben, dass ihr jetzt schon mal so einen ersten Eindruck habt, was da so los ist, wer da so mitspielt und wen es so geht, dass ihr nicht so ganz nackig da reinstartet und euch so ein bisschen einarbeiten müsst, ja, sondern einfach schon mal ein bisschen flüssiger da reinfließt. Also ich habe jetzt nichts gespoilert, was ein bisschen fies und gemein wäre, sondern alles, was ich an die jetzt hier mit reingebracht habe, erfahrt ihr so auf den ersten 50, 100 Seiten im Band 1 und seid sofort dann auch drin. Ja, so zu den Fällen habe ich jetzt noch gar nichts erzählt, soll auch so gar nicht sein, denn
in den weiteren folgenden Videos werde ich eben die einzelnen Bände aufgreifen und euch dazu zentrale Informationen mitteilen. Und geplant ist es auch so, dass ich das auch so mache, dass es den ersten Teil komplett spoilerfrei gibt und danach mit kompletten Spoiler-Alarm, damit man dann noch später weiß, wenn ich jetzt gerade bei Buch 3 bin, ja, was war denn vorher nochmal? Das ist nämlich das, was ich suche. Ich habe so viele Reihen, die ich weitergelesen habe, nicht mal genau wusste, was vorher war und das für mich unbefriedigend ist. Und ich jetzt auf diese Art und Weise eben halt euch bieten möchte, komplett die Informationen, die in den Büchern stattfinden, auch mitzuteilen. Auch wenn das vielleicht so, naja, ob man das so machen darf, eben auch so ein Ende mitzuteilen eines Buches. Aber das ist für das Lesen einer Reihe durchaus, kann das sehr hilfreich sein. Gut, okay. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch. Hoffe, dass ihr vielleicht doch mit dieser Reihe startet. Da würde mich tatsächlich immer interessieren, habt ihr vor, die Reihe zu lesen? Kennt ihr sie schon? Kennt ihr noch gar nicht? Wie ist das mit Informationen, die ich hier geliefert habe? Findet ihr euch da wieder? Oder geben die euch ein ganz gutes Bild, wenn ihr euch damit noch gar nicht auskennt und vielleicht damit starten möchtet? Also, würde mich mal interessieren. Und auch so das Thema, so das Ende eines Buches verraten, ja? Darf man das? Ja, oder ist das quasi heilige Gral, das darf man hier gar nicht anmachen, wobei das andere auch BookTuberInnen auch tun, aber sie machen deutlich drauf aufmerksam, dass jetzt der Spoiler kommt und so entsprechend habe ich das auch geplant. So, okay, dann verbleibe ich wie immer, genießt das Lesen, genießt das Leben und bis bald. Ganz viele Grüße von eurem Buchbekloppten.